Jetzt sind wir alle versammelt. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Die Sonne lacht uns an. Das ist ganz toll. Richtig im Moment. Ich habe heute keine Rede geschrieben. Das ist ein Zettel, den gebe ich einfach mal so weiter. Halt mal fest so lange, bitte. Ich will mal so versuchen. 1995 habe ich angefangen zu sammeln. Dann habe ich gesagt, bin ich mit 400 bin ich dann nach Hessen gegangen. Dann gab es noch den Klaus Dressel, der war dann noch Teddy-verrückter als ich. Und somit kam ich wieder zurück, da waren es schon 900. Dann durfte ich in der Ausstellung oben im Möbelmuseum vergangenes Jahr eine machen, was sehr, sehr schön war in den Räumen. Dann wurden es auf einmal 1000. Mittlerweile sind es 1500. Ich habe nicht mal 1500 aufbauen können hier. Ich hoffe, dass Sie immer wieder mal kommen und dann wird es immer ein anderes Bild sein. Mal ist der Petro draußen, mal ist der Balu draußen. Wir werden immer andere drin haben. Und das ist das Schöne, es wird sehr abwechslungsreich sein. Ich habe mir heute, oder ich mit einiger Hilfe vieler, die ehrenamtlich jetzt mir auch geholfen haben, meinen Traum erfüllen können. Ich habe einmal einen Traum gehabt, dass alle die Puppen mal und Teddys zusammenbleiben und nie wieder auseinandergehen. Denn dieses hier ist ein Bestandteil. Wenn ich mal nicht mehr da bin, ich hoffe, dass die Stadt Steinheim es dann annimmt. Denn ich möchte, dass sie nie wieder auseinandergerissen werden. Und somit habe ich auch ein paar Puppen schon bekommen von Steinheimern, älteren Damen. Da sind Puppen bei, die sind über 80 Jahre mittlerweile. Wir haben richtige Raritäten in unserem Haus. Und dieses hier soll eine Begegnungsstätte sein. Ein Museum ist eine Begegnungsstätte. Aber gerade hat Herr Waldhoff schon gesagt, es ist so, dass gar nicht so viele mehr ins Museum gehen. Es soll mehr als ein Museum hier sein. Hier soll man auch abends mal sitzen können mit seinen Bekannten oder in einer Sitzung, wo man nicht so viele sind. Nur es ist keine Gaststätte mehr. Sie werden heute merken, hier gibt es keinen Alkohol. Ich weiß, da gucken mich einige schon ganz böse an, aber ich sage mir immer, wer 2 Stunden nicht aushalten kann, ich bin ganz vorsichtig, nicht aushalten kann ohne Alkohol, naja. Mich hat mein Beruf geprägt und ich habe gesehen, wie viel Unheil damit passieren kann. Mal gegen ein Glas Rotwein habe ich ja gar nicht. Ist ja nicht so, dass ich jetzt gar nicht. Aber ich will es nur für die Allgemeinheit sagen, wer hier zu mir kommt, wird eben kein Alkohol bekommen. Ja, ich will auch nicht so lange mehr reden. Ich habe mir den zweiten Wunsch erfüllt. Ich habe als Kind immer gesagt, ich war mit 12 Jahren im Westerwald, da habe ich gesagt, da wo die Fachwerkhäuser sind, da möchtest du mal wohnen. Nun wohnte ich ja hier, habe ich schon viele gesehen. Dann bin ich nach Hessen gezogen, da gab es viele. Und wisst ihr was? Ich darf jetzt hier drin wohnen in einem Fachwerkhaus. Das ist doch einfach toll. Ich bin so ein glücklicher Mensch. Es ist, viele Dinge erfüllen sich einfach bei mir. Und dann habe ich immer gesagt, und wenn alles nicht klappt, dann will ich die Leuchtreklame bei mir im Schlafzimmer haben. Da oben wurde es angemacht. Ich komme da oben, habe vergessen auszumachen. Ich denke, jetzt hast du auch die Leuchtreklame. So, ich will das Wort aber jetzt weitergeben. Ich möchte Sie jetzt auch nicht einzeln hier alle begrüßen. Es sind so viele da. Ich sehe, das Möbelmuseum ist vertreten. Ja. Er ist bereit. Gut, ich darf aber begrüßen unseren stellvertretenden Bürgermeister. Bürgermeister Tolke musste leider heute privat was erledigen, ganz Wichtiges, und da habe ich ganz großes Verständnis für. Ich darf aber dafür Hubert begrüßen, worüber ich mich sehr freue, dass du Zeit gefunden hast, und übergebe dir einfach das Wort. Danke, Zettel. Ja. Ja, liebe Annegret, zur Eröffnung deines Teddybären-Museums überbringe ich dir die besten Glückwünsche der Stadt Steinheim.
Du hast dir einen großen Traum erfüllt und mit viel Energie und Engagement diesen in Wirklichkeit umgesetzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wird eine Bereicherung für unsere Stadt sein. Für die Zukunft wünsche ich dir viel Erfolg und viele Besucher, die deine Teddybären sehen wollen. Es wird für Kinder ein besonderes Erlebnis sein, aber auch für jugendliche gebliebene Erwachsene. In diesem Sinne, alles Gute, viele frohe Stunden und hiernach alle Besucher einen Bärenhunger. Danke schön. Wir hatten bei den Einladungen geschrieben, dass jetzt die Leuchtreklame enthüllt werden sollte. Das geht leider nicht, denn es hat, wie diese angebracht worden ist, Sie sehen, es ist Altsteinheim, soll es bleiben. Es heißt ja auch, immer hat immer Altsteinheim, wir wissen nicht wie alt, aber um die 1700, wir müssen warten, bis der Johannes weiterführt da ist, vielleicht kann der uns weiterhelfen, denn man weiß nicht, wie alt das Haus ist. Ne? Aber es hat so gestürmt, wie die Reklame angemacht hat, wie gesagt, nicht auch jetzt noch da was verhüllen. Wir sehen alle, dass es jetzt Altsteinheim bleibt. AKD habe ich schon erklärt, das heißt Annegret und Klaus Dressel. Aber was haben Sie gesagt jetzt? Wolfgang. Alle kommen dahin. Alle kommen dahin. So, ich würde jetzt gerne, Marcel Franzmann kommt nachher, hat noch mehrere Termine gehabt. Bin gerade eingetrudelt. Gerade eingetrudelt. Oh, dann. Und das ist ja auch. Dann komm bitte zu mir kurz, ja? Dann darfst du auch kurz was sagen, nicht sonst auch was sagen. Ja, danke, dass du gekommen bist. Hat doch geklappt. Ja, eben gerade aus Bühne. Wir haben bei uns ja auch einen Bühne-Ehrenamtstag heute. Also von daher gerade aus der Kirche nochmal eben jetzt hier hingekommen. Danke erstmal, lieber Annegret, dass ich auch noch ein paar Worte jetzt hier in dieser Runde sprechen darf. Wobei natürlich heute auch das Museum eigentlich im Fokus steht. Der Kreis Höxter ist immer auf der Suche nach Leuchttürmen. Du hast einen solchen jetzt auch bei uns im Kreis geschaffen. Dieser weit über die Grenzen natürlich hinwegstrahlt und viele, viele Menschen auch in den Kreis Höxter damit auch locken wird. Du hast mit viel Engagement dieses auf die Beine gestellt. Dafür gilt es natürlich in erster Linie Danke zu sagen. Mit einem Teddy fing alles an und man merkt, dass in diesem Museum viel, viel Herzblut von dir auch drin steckt. Auch ich hatte in meiner Jugend oder als ich groß geworden bin auch einen Teddy und der begleitet mich immer noch. Also von da und auch in schlechten Zeiten und gerade der eine oder andere mag es sich natürlich auch denken, innerhalb des Wahlkampfes strahlt er auch noch immer die Herzenswärme dann aus. Du schenkst dieser Stadt einen Ort mit voller Wärme und Geborgenheit, wo jung und alt viele Stunden miteinander verbringen können. Vielleicht gibst du ja mal den Grafen von und zu Ratibor mal ein paar Tipps und Hilfe. Vielleicht kriegt er das auch mit dem Weltkulturerbe dann auch mal hin. Nein. Nein? Nein. Jeder muss er werden. Genau. Der Kreis Höxter kann viel auf die Beine stellen, wenn wir gemeinsam agieren. Dies ist auch unbedingt notwendig. Aufgaben des demografischen Wandels, unter anderem, wie schaffen wir auch eine gute Grundversorgung, gute Mobilität, wie halten wir die jungen Leute jetzt bei uns im Kreis Höxter. Hierzu gilt es natürlich, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen. Und dabei bist du, liebe Annegret, uns ein gutes Beispiel, wie es gelingen kann. Lasst uns ein Zeichen nach außen schicken, dass das Wir in unserem Kreis großgeschrieben wird. Dieses ist wichtiger denn je, wo es Menschen gibt, die versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten. Auch ich musste die letzten Tage oder auch letzten Wochen am eigenen Leib erfahren, dass es Menschen gibt, die unsere offene Gesellschaft zerstören wollen. Lasst uns gemeinsam Haltung zeigen. Unsere Antwort auf die gesellschaftlichen Fragen, die sich im Kreis Höxter stellen, heißt nicht Hass, Hetze, sondern Toleranz und Respekt und Mut zum Fortschritt. Unsere Zukunft heißt nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wenn du, liebe Annegret, irgendwo Hilfe brauchst, sei dir stets meiner Hilfe bewusst. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass dieser Leuchtturm lange, lange strahlt und viele, viele Menschen in den Kreis Höxter holt und natürlich auch viele, viele weitere Leuchttürme im Kreis Höxter entstehen. Packen wir es gemeinsam an. Das ist ja auch mein Wahlsinn und wichtig ist, gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam können wir es schaffen. Und nur gemeinsam kann dieses Haus hier bestehen bleiben.
Aber jetzt bin ich mal wieder ruhig. Jetzt freue ich mich auf deine Rede. Alles gut, alles gut. Ich sag mal, ihr und euch, weil wir in Ostwestfalen sind, ihr seht also die Grundschulung auf den Kasernenplätzen dieser Republik, die ist immer ganz gut, weil Wind und Wetter ist ganz egal, man hält aus, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert, das schaffen wir alles. Also, ganz herzlich willkommen nochmal, die Begrüßung hat ja Annegret schon sehr schön übernommen, der anwesenden Gäste. Ich sag dann halt einfach nur, liebe Besucher und Besucherinnen, herzlich willkommen. Zum wiederholten Male darf ich jetzt in Steinheim sein, ich komme immer sehr, sehr gerne. Und bei Annegret bin ich ja auch schon zu Gast gewesen. Aber heute, Annegret, heute hast du es geschafft. Und ich glaube, so ein klein bisschen bist du auch geschafft, aber da können wir gleich nochmal was dran ändern. Heute geht dein Traum in Erfüllung. In der ehemaligen Gaststätte Altsteinheim kannst du dein Teddy- und Puppenmuseum heute eröffnen. Und wir sind alle bei dir und bis jetzt war das schon alles super toll. Im letzten Jahr durfte ich ja schon deine Teddy-Ausstellung eröffnen, auch hier in Steinheim im Möbelmuseum. Und die große Anzahl der Besucher und Besucherinnen hat dir damals schon recht gegeben, dass Teddys eine ganz besondere Beziehung, beziehungsweise Menschen zu Teddys eine ganz besondere Beziehung haben. Und zwar alt und jung. Das ist bewiesen worden bei der Annahme dieser Ausstellung. Der Nerv ist getroffen worden und ein paar historische Anmerkungen habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Und damit die anderen nicht zu lange ausharren wollen, lasse ich es jetzt einmal noch kurz darauf hinzuweisen, dass der Name Teddybär ja zurückzuführen ist auf Teddy Roosevelt, ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und zwar, weil er Teddy als Spitznamen hatte. Marcel hat es schon angesprochen, dass der Teddy überall bekannt ist als Trostspender. Er wird in Krankenhäusern dazu benutzt. Aber alle trostbedürftigen Menschen, ob groß oder alt, können das nachempfinden und sehen aus ihrer Kindheit heraus und manchmal auch im Erwachsenenalter noch einen großen Trost darin, wenn sie Teddys bekommen. Ursprünglich war der Teddy ja eher ein Jungsspielzeug. Dafür ist er auch mal entwickelt worden. Und die Nichte, der Neffe, Spielzeugherstellerin der Margarete Steif schuf 1902 den allerersten Gelenk-Teddybären. Es wurde dann weiterentwickelt und so sind fast immer die Teddys die Lieblingsspielzeuge der Kinder gewesen und man kann heute als Erwachsener auch in diesen Erinnerungen noch schwelgen. Was heißt Erinnerung? Auch das darf ich eben erwähnen, liebe Annegret. Immer wird dieses hier auch eine Erinnerung an deinen verstorbenen Mann Klaus sein, in dessen Namen du das, wie schon angesprochen, ja führst und weiterführst. Nun haben wir aber nicht nur ein Teddy-Museum hier, sondern, und das passt absolut in die Zeit, wir haben die Frauenaktionswoche. Wir haben auch ein Puppenmuseum hier. Stichwort Gleichberechtigung. Auch das hast du wunderbar vereint darin, dass es jetzt geht einmal um der Teddy und die Puppe. Frauen und Männer gleich dabei. Denn die Puppe ist ja seit ewigen Zeiten ein Spielzeug, hauptsächlich auch heute noch der Mädchen. Erstaunlicherweise, ich finde ja netterweise, ist die Puppe sogar noch deutlich älter als der Teddy. Aber der Siegeszug auf der Puppe begann so ungefähr vor 150 Jahren. Jetzt kommt ein bisschen Kultur, müsst ihr aushalten. Es ist so um 1850 kurz davor gewesen, wo man einen Stoff entdeckt hat, den man so Schießbaumwolle nennt. Der war, wie so oft, aber am Anfang hauptsächlich für nicht gerade sehr friedliche Zwecke verwendet worden, sondern nämlich als Treibmittel für Kanonen und Kugeln und so weiter. Aber ein Forscher ist auch hingegangen und wollte dieses Grundmaterial für was anderes, was Friedlicheres verwenden, nämlich als Fertigungsmaterial von Puppen. Und da ist das Material Zelluloid für sein Spielzeug produziert worden. Und genau seit 1886 wurde in einer Mannheimer Fabrik dieses Zelluloid hergestellt und damit die erste Puppe aus diesem Material angefertigt. Und ein Markenzeichen bekam diese Puppe auch und das war eine kleine Schildkröte. Und alle können sich sicherlich damit identifizieren bzw. kennen das auch. Die Schildkrötenpuppen waren somit geboren. Aber ungefähr zur selben Zeit, als Richard Steif den Teddy erfand, gab es auch eine Mutter von 7 Kindern, die für ihre Tochter aus einem Handtuch und einer Kartoffel eine Puppe bastelte. Warum das diesmal kein wissenschaftlich teures Experiment war, sondern etwas Einfaches, kann man sich bei einer Mutter von 7 Kindern sehr gut vorstellen. Es musste günstig und handhabbar sein. Und diese Mutter hieß Käthe Kruse. Auch die ist uns allen sehr, sehr gut bekannt. Und damit wir jetzt beim Markennamen nichts Falsches machen, haben wir jetzt schon Steif und Schildkröte und Kruse. Das Wichtigste haben wir jetzt zusammen erwähnt. 1910 bei einer Ausstellung in Berlin ist die Käthe Kruse damit so berühmt geworden,
dass sie das auch in Serie herstellen konnte. Und diese Puppen sind uns auch heute noch bekannt. Und nicht nur der Traum vieler Mädchen, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Erwachsene, die ganze Vitrinen voll von Käthe Kruse-Puppen haben. Die aber auch heute noch... Ja, ja, ist, man kann ja auch mal die Nische besetzen. Ne? Das ist auch richtig. Das alles, die Teddys und die Puppen, finden wir jetzt hier vereint unter einem Dach. In deinem Museum. Und ab heute können diese Objekte nicht nur in der Ausstellung präsentiert werden, sondern immer sind sie zugänglich für die Interessen bzw. den Ansturm, wie wir hoffen, der Bürgerinnen und Bürger und Besucherinnen und Besucher. Es ist vereint, wenn man darüber spricht, Vergangenheit, Gegenwart und auch die Zukunft. Wie wollen wir mit Museen zum Beispiel umgehen? Hier will Annegret einen Ort der Begegnung schaffen und plant darüber hinaus auch ja noch, wie immer bei dir, viele weitere Aktionen. Einige der Türen und Räumlichkeiten wurden verändert, sodass es einen Rundgang gibt. Und wenn das für eins steht, dann weiß ich ganz genau, das ist synonym dafür, dass auch dieses Museum für dich, für uns alle eine runde Sache werden wird. Der Teddy steht allerdings weiterhin im Mittelpunkt, auch wenn die Puppen schon dazu wachsen. Und er steht nicht nur insgesamt im Mittelpunkt hier, sondern ist auch Mittelpunkt eigentlich deines ganzen Lebens, deines ehrenamtlichen Engagements. Dieses Museum und die zukünftige Arbeit da drin kommt zudem noch ohne öffentliche finanzielle Unterstützung aus. Und auch dafür, wie für allem vorher genannten, kommt dir sehr, sehr großer Dank zuteil. Und ich bedanke mich persönlich ganz herzlich, aber ich denke, ich darf auch in ihrer aller Namen sprechen. Und an dieser Stelle, jetzt machen wir einen Applaus, damit du dich wieder fassen kannst. Der Satz, den ich schon bei der Teddy-Ausstellung im letzten Jahr als Motto ausgegeben habe, nämlich einen Satz von Teddy Roosevelt. Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, wo immer du bist, trifft nach wie vor auf dich ganz besonders zu und du lebst diesen Satz. Nicht zuletzt mit dem Museum, was wir jetzt gleich eröffnen dürfen. Damit dir, liebe Annegret, weiterhin dieser Satz gelingt, wünsche ich dir auch in Zukunft eine gute Berichterstattung in Presse, Rundfunk und Fernsehen. Und ich glaube, ich darf mich auch in deinem Namen schon mal bedanken. Das hat bis jetzt ja wirklich super geklappt. Vielen, vielen Dank. Vor allem aber ganz viele Besucherinnen und Besucher, die dafür sorgen, dass dieses Museum mit Leben erfüllt wird. Und ich war am Wochenende ganz viel in Sachen Kultur unterwegs. Ich war beim Auftakt Frauenfrühstück der Frauenaktionswoche. Ich war bei einer Musikrevue. Ich war bei einem Dorftheater. Aber wenn noch jemand sagt, in unserer Region gibt es nicht viel Kultur. Leute, wir eröffnen heute hier ein Museum. Das ist nicht aller Tage, das ist richtig was Besonderes. Und der ganz, ganz große Dank gebührt dir. Und ich gratuliere dir nochmal von ganzem Herzen. Und ich denke, wir beide dürfen jetzt zur Eröffnung schreiten. Okay? Wir werden... Jetzt darf ich Ihnen Herrn Käs vorstellen. Nein, mich da noch geschwind was sagen. Also mein Name ist Helmut Käs. Eigentlich bin ich auch Steinheimer. Die meiste, oder vielleicht kennt mir auch jemand, man merkt vielleicht auch im Dialekt. Ich komme nicht aus Steinheim an der Immer, sondern aus Steinheim an der Mur, 25 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Der eine oder andere weiß es, der andere vielleicht nicht. Also wenn Sie sich fragen, wie kommt ein Steinheimer oder ein Schwabe nach Steinheim, um sich ein Haus zu kaufen? Na gut, die Geschichte fing an 1991, und zwar im Jahre 1991 hat der Spielmannszug von Steinheim-Westfalen sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert und hat alle Musikvereine von den sieben restlichen Steinheim eingeladen. Der Musikverein von Steinheim an der Mur hat aber keine Zeit, und so sind wir von der Steinheimer Schützengilde mitgefahren und entstand da zum ehemaligen Besitzer Dieter Eigelmeier eine Freundschaft. Und ich bin dann immer mit dem Motorrad, habe eine Motorradtour gemacht und bin hier auf Schützenfest gefahren und habe beim Eigelmeier geschlafen. Und ja, ich komme jetzt eigentlich schon über 25 Jahre nach Steinheim. Dieter Eigelmeier hat irgendwann gesundheitliche Probleme und wollte seine Gaststätte verkaufen. Wir haben uns da mal drüber unterhalten und habe ich gesagt, du, ich habe meinen Stein und da so viel heißer, also ich kann über meine Meter Buch schreiben, ich will eigentlich keins mehr. Irgendwann später sind wir nochmal drauf gekommen und ihm hat es halt im Herzen, er hätte es gern los, und rumgenommen hat mir dann auch einen besseren Preis gemacht. Dann habe ich gesagt, ich fahre mal hoch und ich schaue es mir mal an. Also hochfahren, nur mal gucken. Dann habe ich es angeguckt, dann habe ich nicht gleich Nein gesagt. Dann hat er mich zum Handschlag aufgefordert, habe es gemacht, der Handschlag. So, ja, dann hat er gesagt, jetzt gehen wir runter zum Notar, das ist sein Nachbar.
Da ist schon rein und hat gesagt, dieser Mann hat gerade mein Haus gekauft. Damit war es dann besiegelt. Und so war ich ab 1. Januar 2015 Besitzer dieses Hauses, also mit Gaststätte. Und damals vor 2 Jahren hat man bedenkt, ich will auch mal bei den Steinmeiern den Fasching erleben. Oder wie sage ich bei euch, den Kneipenkarneval. Hat gesagt, ich fahre mal hoch. Wusste aber nicht, welches Faschingskostüm, was ziehst du da an? Und da hing bei uns auf der Bühne so alte Panzerweste, ich weiß nicht, wie die da hochkommt, russische Panzerweste aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe mir dann so eine Mütze aufgesetzt, einen roten Stern drauf geklebt und ich habe mal vor 30 Jahren mir so eine Maschinenpistole bastelt. Ja, und so bin ich dann da rein. Und da war so ein Stehtischle, da habe ich die Maschinenpistole drauf geklebt und habe mir noch ein Bier hingeholt. Auf einmal kommt einer her und sagt, was hast du denn da? Sag ich, das ist eine Attrappe, das gehört zu meinem Kostüm, das ist doch keine Attrappe. Was willst du dafür haben? Und da kam der immer so her. Und dann sagt, lass mir doch mal Ruhe. Das ist, also, wo kommst du denn überhaupt her? Und dann sage ich, ich komme aus Steinheim. Was, du kommst aus Steinheim, mit diesem Dialekt? Ich sage, ja komm, ich kann das zeigen. Ich hatte aber den Geldbeutel dabei, wo ich nur Geld drin habe, der Ausweis habe ich nicht dabei. Und dann sagt er, komm mal mit raus. Rosa hat mir erklärt, er ist von der Polizei und er findet es unmöglich, in solchen Zeiten so rumzulaufen. Ich sage, ja, ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Also das war vor 2 Jahren, da war Paris noch nicht da. Also ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Dann sage ich zu ihm, ja, sind Sie wirklich von der Polizei? Dass ich da, ja, was glaubst du, warum ich das immer so aufrege? Dann wollte ich zu ihm sagen, aber ich denke, dass du schwul bist oder dass deine Mutter Blondine ist. Aber ich habe es nicht zu ihm gesagt, sonst hätte er mir wahrscheinlich gleich mitgenommen. Und so habe ich das erste Mal in dieser Gaststätte Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Zum Ende des Jahres hat dann der Besitzer dieser Gaststätte gekündigt. Ich habe es eigentlich schade gefunden, schade auch, dass er dann die Gaststätte abgemeldet hat. Wenn er sie nur ruhen gestellt hätte, dann wäre der Bestandsschutz von der Konsole halten geblieben. So wurde alles schwieriger. Ich habe dann neue Besitzer gesucht, ich habe keinen gefunden. Ich habe dann auch einen Makler eingeschaltet und der hat mir auch wenig Hoffnung gemacht. Und die Gaststätte oder die Wohnung drüber ist schon auch länger leer gestanden und dann habe ich gesagt, na ja, gut, dann vermieten wir halt mal die Wohnung alleine, bis man wieder einen neuen Pächter findet. Und dann habe ich die Wohnung ausgeschrieben im Internet, da habe ich 10 Interessenten gehabt. Und 9 Interessenten wollten diese Wohnung nicht. So eine große Wohnung, kein Garten, kein Balkon. Und das soll dann irgendwann wieder eine Kneipe rein. Ah, das geht gar nicht. Eine Familie wollte ich nicht, da steht da irgendwie, was sind sie denn eingeschrieben? Beruf, Arbeitssuchende. Naja. Also haben wir gesagt, müssen wir halt weiter. Geduld ist der Schlüssel zum Glück. Und bei Arbeitgeber ist die EnBW. Ich würde euch vielleicht was sagen, der Energieversorger in Süddeutschland. Und wir betreuen die Transformatoren im Umspannwerk, also Hochspannung 380 kV, 220 kV und 110 kV. Das Versorgungsgebiet ist eigentlich ganz Baden-Württemberg. Und wenn wir über 1 Stunde Anfahrt haben zu den Umspannwerken und sind über 100 Kilometer, dann müssen wir übernachten. Und ich weiß noch, Sommer 2016 habe ich da übernachtet in der Nähe von Wertheim, mein Tauberkreis. Und wenn wir uns von der Arbeit ins Hotel kommen, da ist meistens so 3:30, 5:00 und um 6:30 treffen wir uns dann zum Essen, eine Kneipe, trinken eine Bierle und dann ist gut. Und da hatte ich noch ein bisschen Zeit und dann bin ich in dem Dorf, ich weiß nicht, wie das geheißen hat, ein bisschen rumgelaufen, habe mir das Dorf angeguckt und vielleicht auch mal eine Gaststätte gesucht, wo wir dann zum Abendessen gegangen sind und wieder durch die Städtchen gelaufen bin, war in der Mitte zur großen Kirche. Ja, und bin ich rumgelaufen, habe es angeguckt und hinter auf dem Eingang, auf der Rückseite, war so eine eichene Tür. Da bin ich in die Klinge hineingelangt, oh, ist ja offen. Also bin ich rein, habe mir die Kirche angeguckt und hinter war so wie so ein Altar und da konnte man sich eine Kerze anzünden, was wünschen, also die kleine Kerze da mit der Alu-Umfassung. Da habe ich mir eine Kerze angezündet, habe sie dargestellt und gesagt, ich wünsche mir wieder einen Pächter für Altsteinheim. Und neben dann war ein Opferstock, ja. Da muss man ja was reinschmeißen, ist ja klar. Und in Schwaben sagt man ja auch, dass man geizig sind, da ist ein bisschen was dran. Also bei uns gehen die Scheine nicht so schnell, sondern wir klemmen da ein bisschen. Wir sind halt ein bisschen päp. Jetzt gucke ich mal in Geldbeutel rein. Ich habe nur was so rote Trinken gesehen. Kein Euro, kein 2 Euro. Nach dem Putzen da, dann schmeiße ich halt 5 Euro rein. Jetzt gucke ich nach, ich habe keinen 5er dabei. Weiter gucke ich keinen 10er gleich, keinen 20er, einen 50er habe ich dabei. Dann gucke ich das Kruzifix, einen 50er. Also ich weiß nicht, es hat richtig weh, aber ich habe es gemacht, ich habe einen 50er reingeschmissen. Und ein paar Wochen später hat mich die Frau Dressel angerufen. Also ich würde sagen, mein Herrgott hat mein Gebet erhört. Da waren die 50 Euro wieder drin. Ja, und ich hoffe, dass die Frau Dressel das Museum noch ein paar Jahrzehnte betreibt. Also ich bin jetzt eine Woche hier und die Woche war ich immer ganz gut zusammengeschafft. Sie war der Chef, hat mir gesagt, was ich zu tun und zu machen habe und es hat eigentlich funktioniert. Gell? Also auf Bitte, lange noch gute Zusammenarbeit, ja, und hiermit die Bereiche.